Hi, gewöhnt euch ein bisschen an diesen Überzieher. Es ist schon kuschelig. Ich werde ihn wahrscheinlich immer tragen. Ja, aber darauf will ich jetzt nicht hinaus. Das Tischgebet, das wirkungsvollste Tischgebet. Ich meine, einige kennen das, so einige sind sehr gläubig und dann sagen sie es auch immer. Das lautet ungefähr wie folgt: Mein heiliger oder heiliger Gott, wir danken dir für deine Gaben, die wir durch dich empfangen haben. Du speisest uns, weil du uns liebst, und so ist gesegnet, was du gibst. Amen. Wollen wir das ein bisschen ändern, sodass es eine Wirkung hat? Heiliger Gott, Heiliger Geist, je nachdem, was du jetzt gerne da, wenn du da gerne hinterherpilgern willst. Ich danke dir für deine Gabe, die ich heute durch mich empfangen habe. Du speisest mich, weil du mich liebst. Und ich segne, was du gibst. Das ist für dich unendlich wichtig, dass du das verstehst. Du bekommst alles durch dich selbst. Und du kannst auch alles segnen, zu Deutsch mildern, heiligen, in eine höhere Schwingung bringen, schöner machen, besser machen und so weiter. Wenn du wirklich Licht bist, wenn du eine Natur hast, eine Energie hast, die immer alles wirklich in alles Bessere wandelt. Das Leben ist doch Veränderung, das Leben ist Wandlung. Und natürlich kannst du alles in etwas noch Besseres bringen. Es ist doch nicht die Schuld eines anderen, dass du dich getreulich in die Patsche gesetzt hast früher. Und das haben wir getan. Wir haben es getan, weil uns die Verlockung von außen so toll vorkam. Wir wurden dabei maßlos wütend über uns. Und was taten wir? Wir fingen einen Teufel dafür zur Verantwortung zu ziehen. Teufel hat mich verführt, Teufel hat das gemacht, Teufel hat das gemacht. Mama, was hast du eigentlich gegen den Teufel? Er tut doch gar nichts. Wir tun was. Entschuldige bitte, er stellt dich doch bloß vor die Wahl. Was hat das denn für einen Sinn, den Teufel immer zu verteufeln? Was ist das denn für ein Unsinn? Also wenn er so weitergeht, wenn ihr da weiter da mit eurem Teufel da ankommt und die Teufel hat mich verführt und der Teufel hat dies und Gott bewahre mich vor dem Teufel, also was. Also ich bekomme allmählich Mitleid mit dem Afrikaner, wo ich den Teufel meine. Allerdings auch mit denen, die sich ständig über irgendeinen Teufel aufregen. Was soll denn dieser Unsinn eigentlich? Keiner hat dich gezwungen, dem zu folgen. Überhaupt keiner. Wenn du Ärger hast, und entschuldige bitte, ich hatte in meinem Leben reichlich Ärger. Sorry, also ich weiß, wovon ich rede. Wer könnte es besser wissen als ich? Und ich habe einiges dafür getan, diesen Ärger zu kriegen. Man könnte fast sagen, als die Schwierigkeiten verteilt worden sind, da habe ich fünfmal hier geschrieben. Und das habt ihr auch. Und erzähl mir nicht, dass du das nicht weißt. Natürlich weißt du das. Du kennst auch dein eigenes Leben. Und jetzt rate mal, was du alles wandeln kannst und alles wandeln darfst und alles wandeln sollst. Keiner hat gesagt, dass du in der Patsche sitzen bleiben sollst. Ganz im Gegenteil. Du freust dich, wir können es doch alle kaum noch erwarten. Dazu müssen wir allerdings erst mal weißes Licht sein. Das haben wir, diesen kleinen Teil haben wir ausgelassen. Und das war der folgenschwere Fehler. Wir haben gerne vergessen, so nett das auch als diese Gottgedanke: Gott, du hilfst uns heraus, Gott, du tust ja alles für mich, Gott, ich bin ja behütet bei dir, oh Gott, du hast ja so Gutes an mir getan und so weiter, alles so. Nett von dir, du Gott, aber wenn ich so wäre oder wenn ich das denken würde, dann würde mich Gott oder mein Heiliger Geist oder auch mein Jesus Christus oder so reichlich verblüfft ansehen. Was heißt hier ich? Das kam durch dich. Und das ist wohl genau der Punkt, den wir alle übersehen haben. Sag mal, wenn ich immer noch diese alte Denkungsweise hätte, dann würde mich, sagen wir mal, da kam als erstes ein Satz, den ich früher mal gelesen habe. Sag mal, habe ich dir überhaupt nichts beigebracht? Traue niemals etwas, was selbst denken kann, wenn du nicht weißt, wo sein Gehirn ist. Weißt du, wer ich diesen Satz kenne? Aus Harry Potter. Man muss das gut lesen können, aber dann wird man auch schlauer. Und genau das habe ich getan. Ich habe alle die ersten vier, fünf Bände, die habe ich verschlungen. Danach wurde es ja nicht mehr so gut. Aber diese fünf, vier Bände, die habe ich noch im Kopf, als hätte ich sie auswendig gelernt. Was da drin steht, ist die magische Schule pur. Du musst nur, sagen wir mal so, du musst ein bisschen von der Verwandlung eine Ahnung haben. Was hast du denn gedacht, wann Bezoar das Gegengift für alle Gifte ist? Ein Bezoar ist ein Gallenstein oder auch doch ein Gallenstein der Ziege. Die Ziege war immer ein Sinnbild des Bösen.
Wenn sie aber nun das Symbol des Bösen ist, dann ist diese Galle genau das, was sie abstößt, also was ein etwas sehr Übles abstoßen würde, nämlich das Gute. Natürlich wird ein Bezoar zum Gegengift aller Gifte, weil es nämlich etwas Gutes präsentiert, ganz egal, was es für eine Krankheit ist. Nun, das kann man in der magischen Welt so sehen, aber nun, wir leben hier auf der Erde und ich würde nicht im Traum drauf kommen, einem wirklich Menschen, der krank ist, einem Bezoar, also einen ganz steiner Ziege in den Hals zu stopfen. Aber das Sinnbild ist so fantastisch. Und entschuldige bitte einmal, der Glaube, die Religion, die Geschichten, die Sagen, die Mythen, sie arbeiten nun mal alle mit Metaphern. Und so gesehen ist das mit Harry Potter, mit seinem Bezoarstein, da gleich aus dem ersten Band, nichts weiter als ein Sinnbild. Es dauerte eine Weile, bis mir das damals aufgefallen ist, aber es fiel mir ja nun auf. Und jetzt wird daraus, dass ich mir die ganze Bibel durchgelesen hatte, nochmal, das erzählt die ganze, das ist ein bisschen zu viel, aber doch sehr vieles, und dann habe ich mir die Predigten angehört, und dann habe ich mir noch andere Predigten angehört, dann habe ich mir das andere angehört, was andere mir so erzählt haben, dann habe ich mir angehört, was meine Eltern mir früher erzählt haben, und so weiter. Ich ließ das so zur Revue passieren und dachte, was mache ich denn jetzt aus diesem Schlamassel? Und ich kam auf die Idee, auf die alle anderen auch kamen. Oh Gott, hilf mir da raus. Und dann kam mir dieses Zitat auch aus Harry Potter in Sinn. Sag mal, habe ich dir gar nichts beigebracht? Du sollst das wandeln. Das steht übrigens nicht im Harry Potter, das steht bei mir. Wandel es. Und je höher deine Schwingung ist, desto besser bringst du alles in eine höhere Schwingung. Und das liegt bei dir und bei keinem anderen. Ich finde ja auch den Namen der Welt entsetzlich, aber ehrlich gesagt, der war immer entsetzlich. Ich kann mich an kein Zeitalter erinnern, und ich habe ein sehr langes Gedächtnis, und du übrigens auch, in dem die Menschen nicht geschrien haben. In dem die Menschen nicht mürrisch waren und sauer waren und sich natürlich über die Obrigkeit beschwert haben und so weiter und so fort. Na und? Das taten wir doch alle. Ja, natürlich taten wir das alle. Weil wir nicht wussten, was wir mit diesem Ganzen jetzt anfangen sollen. Wir wussten nicht, was wir mit den Gaben anfangen sollen. Was sollen wir jetzt machen? Wenn es toll war, haben wir es genossen. Bis wir es irgendwann nicht mehr genossen haben, weil es dann auf einmal beschädigt wurde, oder weil der Urlaub zu Ende war oder sonst irgendwas. Und dann? Und jetzt zurück zum Gebet. Und was heißt das jetzt ganz genau? Dann ist es ein tolles Gebet, glaub es mir, denn du rufst dich damit selber an und bei Gott nochmal. Du hast gute Gründe dafür, das zu tun. Mein Heiliger Geist. Ich danke dir für deine Gabe. Und alles, sieh dich um, es ist die Gabe deines Heiligen Geistes. Übrigens solltest du obdachlos sein. Dann guck dich im Wald um oder wo auch immer du jetzt gerade bist. Dann irgendwo bist. Es ist deine Gabe. Oder es ist das, was du hast, die du von deinem höchsten Geist durch dich selbst empfangen hast. Und er speist dich damit auch, weil er dich liebt. Und du kannst immer segnen, segnen und segnen und heilen und heilen und in Licht bringen und in Licht bringen, was er dir gegeben hat oder was dein Heiliger Geist dir gegeben hat. Er speiset dich, weil er dich liebt. Das heißt nicht mehr, nicht weniger, dass er mit dir verbunden ist. Wir müssen mal kurz mit der Liebe, wir müssen es uns ansehen. Die Liebe ist ja die geheimnisvollste, stärkste Kraft in der ganzen Welt, im ganzen Universum. Hatte ich gestern in irgendeinem Zitatenbuch gelesen. Okay. Sie ist aber nicht geheimnisvoll und sie ist auch nicht die mysteriöseste Kraft. Aber es ist, und da widerspreche ich demjenigen nicht, es ist die stärkste Kraft. Was sollte denn stärker sein als eine Verbindung zu etwas, was, mit dem du dich aufs Innigste verbunden fühlst? Und wir haben Glück, sogar sehr großes Glück, dass unser höchster Geist und unser höchstes Ich und unser höchstes Selbst und so weiter und so fort, das ist eher eine Person, uns sehr, sehr liebt, weil wir es nämlich selber sind, und wirklich kein Interesse haben daran, uns selbst fallen zu lassen. Überhaupt gar keins. Darum bleibt es. Warum liebt dich Gott auch so sehr? Und wie er dich liebt. Aber ja, der hat doch keine Lust, dass dein Leben schief geht.
Der will dich doch nicht in die Irre leiten. Der hat doch keine Lust, dich fallen zu lassen. Der hat doch keine Lust, dich selbst, er hat keine Lust, sich selbst fallen zu lassen. Also genauso wenig wie der Marienkäfer den Blattlauslöwen fressen wird, der genau die gleiche Speise bevorzugt wie er selbst, also der genau dasselbe frisst wie er selbst, nämlich die Blattläuse. Marienkäfer sind deshalb auch so heilig gesprochen von den Bauern und was weiß ich was, weil sie die Blattläuse der Pflanzen fressen. Deshalb lieben wir die Marienkäfer auch so und empfinden sie als Segen, Gott sei Dank, Marienkäfer, sie fressen die Blattläuse prima. Der Blattlauslöwe aber tut genau das Gleiche. Doch wieso, der Marienkäfer ist viel stärker, wieso hat er den Blattlauslöwen nicht vom Blatt, wenn er merkt, der frisst die gleiche Speise wie er. Und er will es auch lieber selber haben. Weil der Blattlauslöwe später ein Marienkäfer wird. Und er hat, also der Marienkäfer hat kein Interesse daran, sein jüngeres Ich kaputt zu machen oder ihm das wegzufressen. Es ist nur ein Sinnbild, wie alles im Leben, es ist immer alles ein Sinnbild. Und wenn jetzt jemand, der sagt, der hat doch kein Blattlauslöwe, das heißt, er ist doch irgendwie anders, ja, dann heißt es irgendwie anders, entschuldige bitte, ich habe auch nur einen kleinen Kopf hier oben. Und kann nur nicht alles merken, wenn nur alle nicht alles merken. Aber so ungefähr hast du das Bild hoffentlich verstanden. Dein höchster Geist hat kein Interesse daran, dich vor die Hunde gehen zu lassen, aber er will dir tunlichst etwas beibringen. Er will dir beibringen, ein Segen zu werden für dich selbst, für ihn selbst und auch für die Welt, in der du lebst. Und wenn du das nun, nein, 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 das ist alles ganz anders und ich habe das in einem Physikstudium gelernt oder ich habe das tatsächlich irgendwo nicht und der sagt das ganz anders und die Sternengucker, die sagen das auch ganz anders, verflixt nochmal. Die Frage ist doch, was du gelten lässt. Was spielt für dich denn nun wirklich in deinem Leben eine Rolle? Und entschuldige bitte, dass es für mich wichtiger war, dass ich in meinem Leben alles in eine höhere Schwingung bringe. Denn wie sonst sollte das ganze Universum funktionieren? Wenn wir nicht auch Menschen hätten, die das, sagen wir mal, die uns so ein kleines Spielzeug zugibt, uns was hinhalten, mit der wir dann sozusagen ein bisschen üben können. Aber mehrheitlich sollten wir schon Interesse daran haben, dass wir also eine hohe Schwingung bringen. Dann können sich ein paar, die es noch nicht so gewöhnt, die es noch nicht wollen oder die es einfach mal ausprobieren wollen, wie es ist, wenn man keine hohe Schwingung hat, dann können wir die spielen lassen. Wohlwissend, dass wir das früher auch getan haben. Seh dir, ich kann keinen Menschen verurteilen. Ich bin der friedlichste Mensch der Welt. Oder ich gehöre zu den friedlichsten Menschen der Welt. Weil ich wirklich keine Lust habe, mich über irgendwas aufzuregen. Das Erste, was kommt, wenn ich etwas bekomme, wo ich denke, oh Gott, no, nicht schon wieder. Mein Heiliger Geist. Du gibst es mir, auch wenn etwas, was blöde ist oder wenn ich mich darüber aufregen könnte. Mein Heiliger Geist, du gibst es mir, weil du mich liebst. Und ich segne, was du gibst. Natürlich segne ich alles. Ich bringe alles in eine höhere Schwingung. Also entweder haben das vor mir schon ganz, ganz viele Menschen begriffen und ich habe es noch nicht kapiert. Oder aber, die wissen noch nicht, warum sie es denn segnen sollen. Siehst du, dass jemand sich hinstellt, ach, ich liebe euch ja alle so, ich liebe euch ja alle so und ich segne euch ja alle so sehr. Der hat nicht begriffen, was er wirklich segnen soll. Der braucht die anderen ja nicht zu segnen. Das können die, das, die, das sollen die tun, ich selber tun. Aber er möge oder sie möge sich segnen und zwar schleunigst. Verstehst du, das ist der Grund, warum ich hier nicht stehe und sage, Halleluja und Friede mit euch allen. Du kannst auf meinen Segen sehr gut verzichten, glaub es mir. Und was ich sage, kann dir auch völlig egal sein. Glaub es mir. Die Frage ist nur, kriegst du das in deine eigene Schwingung? Und was wird dann mit dieser Schwingung geschehen? Wird die jetzt höher oder wird die niedriger? Higher or lower? Das ist für dich die Frage. Soll das jetzt höher gehen und soll das höher steigen oder möchtest du lieber in der alten Plörre sitzen bleiben? In dieser alten Plörre schwimmen fette Fische. Es ist nur nicht so, dass wir das nun alles bescheuert fanden. Da gab es schon Sachen, die wir gut gefunden haben. Eigentlich schon. Aber es hat immer es hat immer diese Beschwernis dabei. Ne? War immer so ein bisschen, es zehrt immer noch so und zuckt immer so. Und manchmal tut es richtig weh. Und manchmal kann das richtig übel werden. Gottgütiger, ja. Was haben wir uns aber auch in den Pelz gesetzt? Alle Achtung. Nein, was heißt alle Achtung? Wir waren eben so. Wir konnten es nicht wissen. Wir begriffen es nicht. Nun, ich fange nicht an Menschen dafür die Zunge rauszuschrecken, nur weil er nicht begreift, nur weil er auch nicht wissen will.
Aber ich sage dir eines. Was du an den Bibeln und religiösen Schriften, was du an magischen Formeln oder was du an Esoterik nun immer verlachen willst, es ist nicht mehr und nicht weniger als eine Betrachtungsweise von denen, die das richtig finden, die das glauben, die das denken, nun auch hoffen, dass sie das in eine höhere Schwingung bringt. Das wird sie auch. Sie wissen noch nicht, dass es sich um eine höhere Schwingung handelt. Aber das wird es. Und wenn du nun wissen willst, an wem das nun eigentlich ganz genau hängt und wer dich dann so furchtbar blockiert, dann gucke bitte in den Spiegel. Denn du hast es durch dich durchgelassen. Wer immer einem anderen Menschen etwas antut, der hat es bekommen, weil es durch ihn möglich war. Heiliger Geist, heiliger Gott, ich danke dir für deine Gabe, die ich durch mich empfangen habe. Also, passt mir irgendwas in meinem Leben nicht? Dann rate mal, durch wen das möglich geworden ist. Durch mich natürlich. Passt dir etwas in deinem Leben nicht? Dann rate mal, durch wen das möglich geworden ist. Nur durch dich. Durch dich ist alles möglich. Du bist das Licht deiner Welt. Und du kannst alles in eine höhere Schwingung bringen. Und da ist die Erlösung natürlich nicht weit. Ne? Denn wenn du das auf einmal so begriffen hast und die ganzen Ressentiments und die alten Beschimpfungen und die alten Anklagen und das alles, wer wohl an wem was Schuld hat und wenn man da so, wenn man damit fertig geworden ist, dann wird das auf einmal, dann fällt das alles in ein wundervolles Muster. Es hat jemand zu mir gesagt, na, das hört sich aber sehr nach Victim Blaming an, ne? Das ist halt so sehr nach du, ihr habt Schuld ist irgendwas schief gelaufen, dann hast du selber Schuld oder sowas. Eine Frage war mal, wer denn sonst? Es geht hier nicht darum, die Schuldfragen zu klären. Es geht darum, wozu bist du fähig und was bist du in der Lage, dir selbst und anderen anzutun. Nun, du hast selber keine große Lust, dich zu verprügeln. Nee. Aber dann überlässt du es einem anderen, um den auch ja anzuschimpfen. Anzuschnauzen. Und dann ordentlich dich dann selbst mit Leid zu suhlen und was weiß ich was alles. Eine schlechte Wahl. Eine ganz schlechte Wahl. Weil du damit ja die Verantwortung für dein eigenes Tun, dein eigenes Treiben einem anderen zuschaffst. Das ist aber blöd. Vor einigen Tagen ist jemand gestorben, den ich gerne mag und den ich auch gut kannte. Gerade so im ganz engeren Sinne zu meiner Familie. Und dann dachte ich nur, als ich das hörte, ich war wirklich traurig. Ich habe das schon seit einigen Jahren nicht mehr gesehen, aber ich war wirklich traurig. Und dann dachte ich, fürchte weder Sonnenglut noch des Winters grimmen Hohn. Jetzt, denn irdisch Treiben ruht. Heimgehst. Namens den Tageslohn. Das ist aus irgendeinem klassischen Werk, ich weiß nicht mehr welches, aber es schoss mir so durch den Sinn. Und da habe ich gedacht, was heißt das nun genau? Das heißt ganz einfach, dass du dieses Übel der Welt wirklich nichts mehr anhaben kann. Aber du nimmst eben auch den Tageslohn. Das heißt, du nimmst das mit, was du aus deinem Leben gemacht hast. Und darunter zählen deine Gedanken und deine Gefühle. Auch das, was du gesagt hast. Was du zu jemandem gesprochen hast. Und hier backe ich, was das angeht, in meiner Vergangenheit ein ziemlich kleines Brötchen, das kannst du mir glauben. Es ist ein recht winziges Brötchen, was ich da früher veranstaltete. Es ist ein sehr kleines Brötchen. Es ist eigentlich gar nicht zu sehen. Trotzdem, ich habe damals echt eine Menge angestellt. Aber das muss eben gewandelt werden. Wer hat denn was dagegen gehabt, dass ich mich so benommen habe? Gar keiner was dagegen gehabt, das war ja das Problem. Ich hatte nichts dagegen gehabt. Ach ja. Zurück zum Start. Also fangen wir nochmal an. Aber diesmal wandeln wir die ganze Geschichte. Und auf einmal wird das alles in eine ganz andere Schwingung verlaufen. Glaube nur heißt Glaube dir nur.
Glaube, denk immer dran, du glaubst sowieso alles, was du denkst, sonst würdest du es ja nicht denken. Es wird gut. Glaube nur. Denke nur. Und du denkst, dass es gut wird. Und was passiert, das wird gut. Vor einigen Tagen sah ich eine Sendung, da ging es ja um eine Fixerin. Ich habe das vor ein paar Tagen schon mal gesagt. Ich fand es so gut, ich sage es jetzt nochmal. Ich begann so dieses Video auch so, dass ich sagte, jetzt ist es gut. Jetzt ist es gut. Jetzt ist es gut. Sie hatte sich an den Schuss gesetzt und wir alle wissen, dass sein Schicksal verdammt arm dran ist. Denn ich meine, er muss alle, der denkt auch gar nicht daran, wenn er sich den Schuss setzt, dass er so in spätestens 3 oder 4 Stunden hinter dem nächsten Schuss herjagen muss und daher dann die ganzen Sorgen im Alltag und sowas. Und sein fixer Alltag ist verdammt hart. Das könnt ihr mir glauben. Also ich habe die Kinder vom Bahnhof so gelesen und ich habe gelesen, was die da mitmacht. Was die Fixerkinder da mitgemacht haben und wollen immer noch mitmachen. Es liegt daran, dass in einer Sucht, da steckt nochmal das Wort Suchen. Und wenn jetzt ein Fixer sich einen Schuss setzt, dann ist es erstmal gut. Und da muss es irgendwie etwas ganz. Da muss etwas. Meine Chemie ist Chemie, nicht? Also da muss auf einmal etwas wirken, was einen in den Zustand von. Ach, nichts Ärger mehr. Alles gut. Ein Fixer, das hat Christiane F. mal gesagt. Ein Fixer registriert, oder der Körper eines Fixers registriert nur noch den Türkei. Sonst registriert er gar nichts mehr. Keine Krankheit, keine Kälte, nichts. Der registriert nur noch den Türkei, wenn also der Stoff ausbleibt. Dann macht er aber auch die Hölle durch. Entschuldigt, das sind wir auch ohne Stoff, auch ohne Heroin, auch ohne andere Drogen. In dem Moment, wo du dich selber, wo deine Gedanken dich selber an eine hohe Schwingung bringen, dann denkst du nur noch eins. Jetzt ist es gut. Jetzt ist es gut. Jetzt ist es gut. Und du denkst auch nicht daran, was so in 5 Stunden ist. Andererseits, du denkst, dass es gut ist. Du bist in einer hohen Schwingung und du bist durch dich in einer hohen Schwingung, also nicht von jemand anders. Es liegt nicht daran, dass das irgendjemand dann dir was gegeben hat und dafür ist es jetzt toll. Es kam ja durch dich. Mein Heiliger Geist, ich liebe dich durch mich. Und durch mich liebe ich dich. Das kannst du zu jedem geliebten Menschen sagen. Ich liebe dich durch mich. Und durch mich liebe ich dich. Wenn du das nicht über die Lippen bringst, dann wird es ein Problem. Aber wenn du, sagen wir mal, verliebt bist oder wenn du jemanden hast, wenn du mit jemandem zusammen bist und wenn du jemanden von dem nicht 20-jährige oder 25-jährige Hochzeitstag und es ist eine super Ehe geworden und so etwas, ja, du liebst dich oder du liebst ihn durch dich. Du liebst sie durch dich. Und durch sie liebst du dich auch. Durch mich liebst du denn den anderen und du kannst den anderen durch dich überhaupt erstmal erkennen. Und du liebst dich durch sie oder durch ihn. Weil du an ihm erkennst, wie wundervoll du eigentlich bist. Andererseits, es gibt irgendwann eine Stufe, da muss es auch ohne den anderen das Gegenüber erstmal gehen, weil du dich selbst erkennen musst. Darum, das ist auch der Grund für Einsamkeit. Also solltest du gerade mal sehr einsam sein und dein Leben besteht praktisch nur aus Telenovela oder aus irgendwelchen Soaps, aus irgendwelchen Serien, dann ist das alles nur eine Sache, die dich ablenkt. Aber eigentlich kannst du dich gar nicht von dir ablenken. Du kommst immer wieder auf dich zurück. Du fällst immer wieder auf dich zurück. Das Echo antwortet auf alle Fragen ich. Was immer du in mir sehen willst, bitte sieh es. Und es ist stets der Spiegel von dir, denn du willst es ja so erkennen. Die Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters. Und ich habe keine Lust und auch keine Ambition, mich um diese Schönheit zu bringen und auch nicht mich um dieses Wandlungsspiel zu bringen. Nicht, wenn ich es begriffen habe.
Wenn ich es nicht begriffen habe, dann gibt es gute Gründe dafür, Ausreden zu suchen. Allerbesteste Ausreden, aber schnell andere Erklärungen zu suchen, die sich vielleicht am Ende, am Anfang oder die sind vielleicht so noch ein bisschen, das ist noch ein bisschen bequemer. Nein, 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 ich bleibe lieber bei Gott. Nein, 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 Gott, Gott, sehr witzig. Also ich bleibe lieber bei Gott. Nein, Gott, du segnest mich, du bist doch derjenige, der mir das alles gibt. Ich will dich doch ehren und ich will dich. Ja, ja, das macht Gott eine ganze Weile, aber dann ist auch gut, dann will er nämlich auch, dann wird er was von dir. Denke daran, dass dein Leben ein Geschenk ist. Du redest immer davon, oh Gott, Gott, bitte, du hast mich ja immer so beschenkt und du hast mich doch immer so beglückt und was weiß ich, was alles. Denke bitte daran, dass dein Geschenk dein Geschenk für Gott ist. Dein Leben ist ein Geschenk für deinen Heiligen Geist und dein Leben ist ein Geschenk an dich. Mach da was draus. Was hindert dich? Was hindert dich denn nun genau? Gar nichts. Es sei denn, du lässt alles andere gelten. Denn das ist aber die Frage, was lässt du denn gelten? Wenn du sagst, nein, hast du meine Steuer, hast du das gesehen, was ich hier für Mist habe, hast du gesehen, weißt du, was der da alles mir in den Kopf geworfen hat, ach, Frau Kanner, hör doch auf zu reden, hör doch auf zu reden, wissen Sie, wie mein Nachbar sich mir gegenüber verhält, oder wissen Sie, wie mein Chef sich mir gegenüber verhält, oder wissen Sie denn, was meine Mutter mir früher mal erzählt hat, oder ach, was weiß ich was. Fein. Sie konnten es tun durch dich. Weißt du, was die Nazis den Juden angetan haben? Sie könnten es durch sie selbst tun. Oh, das ist etwas, was sie nicht gerne hören. Das ist etwas, was keiner gerne hört. Ich sag's euch trotzdem. Wohl wissen, dass jetzt einige sagen, nein, das ist ja wohl eine Frechheit. Naja, das ist zufällig die Wahrheit. Warum es leugnen? Und damit haben wir eine Menge zu tun. Prima. Such dir die nächste Kette oder zähl sie an deinen Fingern ab. Ich bin Licht, ich bin weißes Licht, ich bin Licht, ich bin weißes Licht, ich bin Licht, ich bin weißes Licht. Das muss den Kopf umgehen. Natürlich, es ist dein Ziel, es ist dein Wille, es ist deine Bestimmung, das alles wieder in einen ruhigen Fluss zu bringen. Dafür bist du auch hier auf der Welt. Um Frieden zu bringen, um das Ganze zu harmonisieren, dafür sind wir in der Welt. Aber wenn wir keine Verzerrung, keinen Krieg und so etwas vorfinden würden, dann hätten wir den Frieden, dann brauchen wir nicht erst zu bringen. Und genau das ist, genau das wollen wir ja. Ich habe gestern gelesen, ein Heiliger ist ein Mensch, der andere Menschen es wieder ermöglicht, an Gott zu glauben. Dann falle ich raus. Aber ich bin ein Mensch, der es dir ermöglicht, in dir selbst den Gott zu sehen, der alles besänftigt, der alles beruhigt, der alles in einen ruhigen Fluss wiederbringen kann, ganz egal, wie die Turbulenzen sind. Und zwar durch das, was sie ist. Also ich meine jetzt nicht Essen im Sinne von Nahrung zu sich nehmen, sondern durch das, was du bist. Du kannst eine sehr hohe und eine höchstheilige Schwingung sein, die alles wieder in einen ruhigen Fluss bringt. Ja, sag mal, wie genial ist das denn? Sehr genial. Ich habe gestern noch viel gelesen. Da habe ich gelesen den Satz, setzen Sie in die erste Reihe und Sie applaudieren jedem. Das war so ein Fragment von irgendwas. Da dachte ich, was? Setze Sie in die erste Reihe und Sie applaudieren jeden. Das habe ich mir irgendwann mal aufgeschrieben. Das war so ein Abreißzettel gewesen. Jetzt sagt er, was? Setze Sie in die erste Reihe und Sie applaudieren jedem. Und ich dachte daran, was könnte das wohl heißen? Naja, logisch. Man setzt euch bei allen Veranstaltungen der Erde, setzt man euch in die erste Reihe. Und schon fühlt ihr euch geehrt, gewichtig und sonst irgendwas. Und applaudiert dann, ganz egal, was da oben los ist. Und entschuldigt bitte, diesen Fehler darfst du nicht begehen. Du stehst auf der Bühne. Es ist dein Leben, dein Wirken, dein Werk, das dein Lebensfluss ist. Es interessiert Gott überhaupt nicht, wie dunkel oder wie schwarz das jetzt ist. Das kann sein, dass es am Anfang noch dunkel und schwarz ist. Ja, na und? Aus dieser Plörre kommen wir doch alle, das regen wir uns auf. Aber wenn wir jetzt ein bisschen Ruhe einkehren lassen und ein bisschen Verständnis für uns selbst, das brauchen wir dringend, dann schaffen wir das alles wieder in einen ruhigen Fluss zu bringen. Und alle anderen können sich dann damit beschäftigen, wie sie ihren eigenen Lebensfluss in Ruhe bringen, in Ruhe bringen, sage ich raus.
Die Frage ist, ob du das sehen willst. Erzählst du mir jetzt, dass das dir zu langweilig ist? Nein, wenn ich daran denke, wie spannende Sachen, was für spannende Sachen wir doch erleben könnten und wie prima das doch wäre, wenn ich auch so viel Geld hätte, dann könnte ich jetzt auch in Urlaub fahren. Wenn ich so viel Geld hätte, dann könnte ich jetzt auch das und das tun und so weiter und so fort. Es gibt eine Zeit des Urlaubmachens, es gibt eine Zeit des für seinen eigenen Lebenslust zu arbeiten. Aber eigentlich arbeite ich gar nicht dafür. Ich bin eine Lichtwirkende. Ich lasse mein Licht wirken. Das heißt, es gibt hier so einige, die nennen sich Lichtarbeiter. Ich arbeite nicht dafür. Ich denke dafür. Ich bringe alles in einen hohen Energiefluss. Ich kann für Licht nicht arbeiten. Arbeiten ist gemeinhin mit Schwere und Anstrengung verbunden. Auch wenn sie Spaß macht, ist es trotzdem was mit Schwere und Anstrengung verbunden. Und diese widerstrebt dem Licht. Leichtigkeit sucht sich Leichtigkeit und nicht die Schwere aus. Es sei denn, wenn wir uns jetzt die Wetterbedingungen mal angucken, ein Hoch strebt immer zum Tief, um es auszugleichen. Das ist die Spielregeln hier auf der Erde. Und die haben wir hier auf der Erde. Du kannst mir aber glauben, dass es so oben alles etwas luftig wird. Das heißt also luftig im Sinne von leicht und fließen und flockig und was weiß ich was. Da gibt es keine Beschwer mehr. Weil wir alles in eine Lichtschwingung gebracht haben. Take it easy. Nimm es leicht. Damit es allemal zum Glück und zur Freude für dich reicht. Dinge erfüllen sich immer. Was immer du willst, du wirst es bekommen. Was immer du willst, es wird sich erfüllen. Vielleicht. Vielleicht aber heißt, dass du vieles leicht nimmst. Das Wort vielleicht hat mich wahnsinnig gemacht, die ersten Jahre meines Lebens. Naja, die ersten 50 Jahre meines Lebens. Wenn ich sage, kann ich das jetzt kriegen? Ja, vielleicht. Also nein. Vielleicht. Ich bekam von meinem höchsten Geist immer die Antwort, vielleicht. Vielleicht. Wenn du vieles leicht nimmst, dann passiert es garantiert. Nimm es leicht. Denn das Gefühl, was du damit verbindest, wenn du das und das bekommst, wirst du immer haben. Und dann bekommst du auch die passenden Umstände. Und vielleicht, wenn du vieles leicht nimmst, kann auch das passieren. Aber achte darauf, dass die Umstände dich nicht zu sehr knechten. Millionengewinne würde ich in diesem Falle nicht ganz so bevorzugen. Ganz einfach deshalb, weil sie würden mich in eine Menge Plackerei setzen. Nämlich, ich müsste eine Menge organisieren und so weiter. Oh Gott. Nee, ich komme mit meiner Rente soweit ganz klar. Ist zwar nicht so das Beste, aber doch immerhin. Es reicht. Vielleicht. Wenn ich vieles leicht nehme, reicht es. Wenn du vieles leicht nimmst, funktioniert alles so, wie du das haben willst, weil alles nämlich leicht wird. Vielleicht. Das ist die größte Garantie in deinem Leben. Vielleicht haben wir mit so ein bisschen mit Schrödinger zusammengebracht. Ne? Das könnte sein oder auch nicht. Es kann alles sein, wenn du es leicht nimmst. Dann ist alles leicht. Dann wird alles gut passieren. Das ist ja das, was die meisten von uns nicht erkennen wollen. Und entschuldige bitte einmal, wir haben hier eine Menge Astrophysiker am Start und eine Menge Physiker, eine Menge Politik, eine Menge Wissenschaftler generell, und ganz egal welcher Couleur, es spielt keine Rolle, die das alles unheimlich schwer nehmen und auch sehr ernst nehmen. Und sehr mit einem berechtigten Stolz, dass sie haben ja wirklich viel gearbeitet und ich meine, die Berechnungen, die sie angestellt haben, sind dann wirklich sehr schwer zu verstehen und sowas alles, mit einem berechtigten Stolz, guck mal, was ich alles verstanden habe. Gut, okay, jetzt ist die Frau weggelaufen und die Kinder mögen auch nicht mit einem reden und so weiter. Es gibt ja so einige. Ich meine, ich kenne den privaten Verhältnis von unseren bekannten Figuren in unserem Fernseh-TV da nicht. Also ich kann das nur so ins Blaue hinein sagen. Newton war nie mit einem Menschen liiert, ganz einfach deshalb nicht, weil er beziehungsunfähig war. Der hatte keine funktionierende Beziehung. Und viele Genies gelten als Eigenbrötler, Menschen, die mit denen nicht gut Kirschen essen ist und so weiter. Also sie mögen auf einem Gebiet genial begabt sein, aber für alles andere fallen sie da völlig raus. Ich will damit sagen, es gibt Menschen, die haben dann eine bestimmte Begabung, eine Inselbegabung sozusagen, aber alles andere knackt weg. Und so ein Leben will ich aber nicht führen. Ich will alles in Harmonie bringen.
Ich will kein Wunderkind sein der Musik oder der Kunst oder so etwas, die dabei alle anderen nur noch angiftet. Es gibt aber viele Künstler, die nicht so sind. Also David Garrett zum Beispiel oder Anne-Sophie Mutter, also die Virtuosin der Geige. Also so besser ging es ja gar nicht. Und ich meine, die hat ein ganz normales Leben, also mit allem drin, aber eben auch eine geniale Begabung. Na gut. Dazu reicht es bei mir noch nicht. Aber ich habe begriffen, dass ich alles an eine hohe Schwingung bringe. Mit dem, was ich denke. Oh ja, das will ich auch. Tue ich auch. Es liegt bei mir. Das Leben könnte ein wunderschönes Spiel sein. Aber ob Spiel oder nicht, das liegt bei dir. Und in dem Moment, wo du diese Verantwortung erkannt hast, in dem Moment hörst du auf, sofort alle anderen zu bekriegen. Auf der Stelle. Denn du weißt genau, das würde nur dein eigenes Licht verderben. Also genau das Instrument, was du brauchst, um alles in eine höhere Schwingung zu bringen. Hey, wie wir da hinterher sind, unser Licht zu erleuchten, was? Und ich meine, allmählich setzt sich diese Erkenntnis ja durch. Sie kommt ja so ganz allmählich. Ich meine, so ganz allmählich. Ich meine, es gibt immer noch welche, die den Weg scheuen. Es gibt immer noch welche, die sagen, nein, und das glaube ich nicht und das kann nicht sein. Ich muss doch nur an Gott glauben, da wird das alles schon. Das kommt darauf an, wie lange du klein bleiben willst. Ich meine, die Kindheit ist mit Sicherheit toll in den ersten paar Jahren. Wenn, also, was heißt mit Sicherheit? Also, wenn die Eltern gut zu einem sind. Meine Eltern waren die ersten paar Jahre einfach dufte. Die Schwierigkeiten begannen, als ich zur Schule ging. Aber davor war das eigentlich ganz gut. Seht ihr, aber ich kann doch nicht immer nur 3 Jahre bleiben. Ich muss doch in der Lage sein zu erkennen, dass ich mit meiner Persönlichkeit alles wandle. Und ich tue es auch. Und ich bin sehr sicher, dass du es auch tust. Tun kannst. Du tust es sowieso. Denn du tust genau das. Du wandelst alles in deine Schwingung. Und ich glaube, deswegen ist es Zeit, dass wir erkennen, dass es daran liegt oder dass wir nichts Besseres tun können, als unsere Schwingung so hoch wie möglich zu halten, damit wir alles in eine hohe Schwingung bringen können. Du bringst alles in deine Schwingung. Das tust du sowieso, mit dem, was du bist und dem, was du denkst. Und jetzt lege Wert darauf, dass aus dir richtiges Licht wird. Mein Heiliger Geist, ich danke dir für deine Gabe, die ich durch mich bekommen habe. Du speisest mich, weil du mich liebst. Und ich segne mit meinem Licht, was du mir durch mich gibst. Was hatte ich vorhin gesagt? Ich liebe, liebe, liebe. Wenn du etwas liebst, dann ist es mit dir verbunden. Dass dein höchster Geist mit dir verbunden ist, haben wir nun begriffen. Wenn du jetzt alle Menschen so hektisch liebst, es gibt ja so viele, auch ich liebe ja alle Menschen, na, dann hoffe ich, dass sie das weiß, dass sie weiß, was sie sich da ans Bein gebunden hat. Denn wenn du alle Menschen liebst, dann liebst du auch die, die dir ganz gewaltig Schwierigkeiten einbrocken können. Nun, das kann sein. Aber dann musst du dann nicht eben auch so hell sein, dass du das wirklich alles in Harmonie bringst und alles in einen harmonischen Verlauf bringst. Kannst du dir das zutrauen? Ich bin noch viel zu fragil. Ich bin noch viel zu ein zartes Pflänzchen sozusagen. Als dass ich mir zutrauen würde, es mit Kalibern, mit Bösewichten der Weltgeschichte aufzunehmen. Ich lege keinen großen Wert darauf, Genghis Khan zu begegnen. Oder sonst irgendjemand dieser Couleur. Wirklich nicht, weil das, dem, ich meine, um zu wandeln, brauche ich 3 Dinge. Ich brauche Zeit, ich brauche das Vertrauen zu mir selbst, dass ich das auch wirklich kann. Und ich brauche das Vertrauen in meinen höchsten Gott, der immer das Licht ist und der mich immer mit dem Licht wirklich versorgen wird. So wie ich weiß, dass ich selber Licht bin und es demzufolge empfangen kann. Diese 3 Sachen brauche ich. Und am Anfang
habe ich gesagt, ich brauche die Zeit dafür. Wenn wir uns diese Zeit aber nicht nehmen, dann ist das Ganze wie Flickschusterei. Als hätten wir es mit einer heißen Nadel genäht. Mit anderen Worten, es ist schlampig. Und es darf nicht schlampig sein. Es muss schon richtig fest sein. Die Säume müssen sitzen. Also, erbitte dir Zeit. Zeit ist nicht das Problem. Wir haben viel Zeit. Du musst sie dir nur nehmen. Und dann sorge dafür, dass deine Gedanken dich immer erhellen. Man könnte sagen, weil ja nun viele da auch, die suchen ja immer nach Beweisen, nach wissenschaftlichen Beweisen und sowas. Ich kann es denen ja nicht verdenken. Also das ist nicht, ich wollte es am Anfang ja auch. Wenn ich einen Umstand habe und einfach nur von außen betrachte, ist es beglückend, es ist wunderschön, es ist einfach fabelhaft, es sieht einfach alles sehr neu, sehr gepflegt, sehr wunderschön aus. Aber wenn ich es jetzt ziehe, wenn ich Zeit dehne, dann werden auf einmal, dann kann das auch richtig daneben aussehen und dann kann das auch richtig übel aussehen. Aber es könnte auch schön aussehen. Es kommt darauf an, was ich daraus gemacht habe. Ich kann das nämlich alles in eine hohe Schwingung bringen. Aber ich erkenne dann auch das Muster und ich erkenne auch die Grundlage, die dem Ganzen zugrunde liegt, die man in der Tat auch berechnen kann. Ich erkenne auf einmal, welches Prinzip dem zugrunde liegt. Ich sehe es deutlicher. Und ich kann es auch in der Tat berechnen. Ich sollte mich allerdings hüten, ausgerechnet die Grundlagen unseres Daseins zu verändern. Denn dann kommen, was Hermes Trismegistos einmal gesagt hatte, derohalb werden wir haben wunderliche Nachahmungen. Wir haben etwas Vollkommenes, etwas Großartiges, also etwas Wunderschönes als Grundlage unseres Daseins. Es ist vollkommen und besser geht es nicht. Doch wenn wir es auseinanderziehen und wenn wir es ein bisschen zerren, dann wird nicht nur das Grundmuster offenbar und dann wird nicht nur bloß das Prinzip offenbar. Dann haben wir auch die Möglichkeit, da ein bisschen herumzuschneiden, herumzuwerkeln, dann auch ein bisschen ein bisschen zu verändern. Ähnlich wie unsere RNA, unsere DNS einfach großartig ist, derweil sich das aber in unserem Leben immer verändert. Und jetzt ist unsere mRNA immer dahinterher, das auszuschneiden, wo ist was gebrochen oder wo ist was nicht in Ordnung. Und schon wie das eigentlich sein sollte, das perfekte Muster liest dann in diesem Teilbereich ab, hat es eingespeichert und eilt dann nur wieder hin und sagt hier, so dazu ist der Plan eigentlich wirklich und so wird es dann wieder repariert. Nun, dabei verhaut sich der Übersetzer manchmal und darum kann das auch sein, dass wir dann nicht mehr so aussehen, wie wir es eigentlich vom Original her eigentlich sein sollten, sondern haben wir eine etwas wunderliche Nachahmung da herausgekriegt. Mit anderen Worten, wir fangen an, es so zu verändern, dass es anschließend gar nicht mehr zu erkennen ist. Was soll das denn? Also, was ist das denn da? Keiner braucht es. Also, man ist verständlich, aber Meinung. Man kann das wirklich mit einem Lego-Kasten vergleichen. Mit Legosteinen. Du kannst aus dem alles Mögliche bauen. Du kannst ein tolles Schloss bauen. Du kannst einen super Jurassic Park bauen. Du kannst Märchenlandschaften da hervorbringen. Du kannst alles zusammensetzen. Darum ist ja Lego auch so fabelhaft, weil du mit einem kleinen Steinchen, 100.000 kleine Steinchen, die alle aussehen wie das eine, etwas Fantastisches bauen kannst. Wenn du auch noch verschiedene Farben gibst, dann bist du auch noch richtig farbenfroh. Denke bitte daran, du bist das Licht deiner Welt. Lass es dir nicht verdunkeln durch das, was du denkst. Ganz egal, was dir da gerade begegnet, denke daran, dein Licht ist stärker, wenn du es willst. Du musst es nur in eine höhere Schwingung bringen, indem du es willst. Okay, jetzt, ich wollte eigentlich nur ganz kurz, man kommt immer so von Hölzchen auf Stöckchen. Okay, ich danke dir fürs Zuhören und glaub mir, das ist jetzt eine Frage, ob du das verstehst. Das ist die einzige Frage an dich, ob du das verstehst, ob alle anderen das jetzt tun oder nicht, das spielt für dich gar keine Rolle. Da du wahrscheinlich ein Leben haben willst, in dem du gut leben kannst, noch unbehelligt leben kannst. Unbehelligt heißt also, dass niemand da nicht verdunkelt. Ja, dann fang an. Aber es ist eigentlich gar nicht nötig mehr, als dass du sagst, okay, ich will eine höhere Schwingung, sonst kriegt er da nicht hin.
Alles, was ich bekomme, ich werde es segnen. Aber mein Segen hat nur dann einen Sinn, wenn ich auch wirklich Licht bin. Sonst kann ich es ja nicht tun. Sonst wird das ja, was würde denn dabei rauskommen? Nimm mal an, ein wirklich übler Mensch, der wirklich doofe Sachen gemacht hat, der wirklich richtig gemein war, fängt jetzt an, seine Menschen da mit seiner Gehässigkeit das zu beglücken. Was ja oft passiert. Sie meinen es irgendwie alle gut, aber irgendwie funktioniert das alles nicht. Warum nicht? Liegt das daran, dass unsere Schwingung nicht hoch genug ist? Ich möchte wetten, ja, daran nichts. Gut. Dann bringen wir sie wieder in eine höhere Schwingung. Warum sollte dein höchster Geist dir diese verweigern? Dein höchster Geist legt doch den größten Wert darauf, dass du das verstehst. Okay. Dann wünsche ich dir alles Gute, gutes Gelingen. Ich weiß, dass du es haben wirst. Wünsche dir alles, alles Gute. Und komm gut hin. Denke daran. Deine Gedanken segnen dich. Deine Gedanken behüten dich. Deine Gedanken segnen dich. Und deine Gedanken lassen dein Licht wieder leuchten. Und geben dir deinen Frieden. Es gibt nichts Schöneres, als zu merken, dass das eigene Licht einen segnet. Und du weißt genau, es ist verbunden mit dem höchsten Licht. Also wenn du Angst hast, ne, ich will aber Gott nicht untreu werden, dann wirst du ganz bestimmt nicht. Gott ist Licht. Bist du Licht, dann bist du genau, dann stehst du mit denen auf derselben Wellenlänge. Das ist doch genau das, was du willst. Deine Gedanken segnen dich, deine Gedanken behüten dich. Und deine Gedanken lassen dein Licht leuchten. Je mehr Menschen das wissen und je mehr Menschen bei diesem Gedanken richtiger Frieden überkommt, desto mehr Menschen haben wir, die dafür sorgen, dass all der Not und all dem Krieg und all dieser ganzen Verwirrung hier Einhalt geboten wird. Wer sollte denn dann noch Interesse daran haben, uns das Leben schwer zu machen? Wenn er ganz genau weiß, er schneidet sich selbst vom Leben ab. Alles gut.